Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren YouTube-Video auf meinem Kanal Let's Play. Heute geht's weiter mit Dementia, Book of the Dead. Wir sind ja nach wie vor in der Stadt, wissen momentan auch nicht genau wohin. Wir wissen nur, dass wir nicht runterkommen in die Katakomben, die sind gesperrt. Und hoffen mit vollem Akku, den wir ja momentan haben, dass es heute nicht so ruckelt und schauen wir mal, wie das so weitergeht. Das Spiel an sich gefällt mir ganz gut, die Optik ist super. Der Ton macht das ein bisschen lauter, dass ihr das besser mitkriegt. Ist auch wirklich sehr cool. So, heute hat die Helligkeit ein bisschen mehr aufgedreht beim Handy, dann sehe ich auch ein bisschen mehr. Und dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwie einen Weg finden, den wir gehen müssen. Ich habe keine Ahnung, meine Orientierung ist auch wirklich schlecht. Geht es rechts oder links weiter? Gehen wir mal links weiter. Schauen wir mal, ob die Steuerung jetzt ein bisschen besser funktioniert. Hier sind ja vorne die Jungs, die uns nicht runterlassen. Aber wo geht's hier hin? Hier ist eine Tür nach oben. Dürfen wir hier rein? Springen wir da mal rauf. Aufmachen. Geht nicht. Nee. Schade. Warum lassen uns die Jungs hier nicht runter? Sollen wir noch einmal fragen? So, was sagst du? Stopp! Der Weg in die Katakomben ist geschlossen. Und jetzt fragen wir, wer hat es angeordnet? Und dann sage ich, geht dich nichts an, verschwinde hier, gut Deutsch, bevor wir dir wehtun. Und dann sagen wir, hold your tongue, halt deine Zunge bei uns, würde man sagen. Halte den Mund. Ich habe Order vom Bischof. Und er sagt, er hat keine Autorität hier. Das haben wir letztens schon gelesen. Okay, gut. Und dann sagen wir, okay, dann gehen wir zurück. Schade, wir können hier nicht runter. Aber ich sehe da vorne, leuchtet was. Gehen wir da mal hin. Ah, ich habe dir schon mal gesagt, dass du nicht runter kannst, bla bla bla. Okay, gut. Wir gehen jetzt aber mal Richtung zu diesem Leuchten. Vielleicht helfen uns die schon weiter. Die sehen schon mal, oi, der hat keine Ahnung, wo er hin muss. Oder ist das jetzt der Ausgang? Aha, das ist ja gut, die Kirche. Er lädt die Kirche, ist schon mal gut. Sind wir schon mal ein Stück weiter, hoffe ich. Wow, sieht gut aus. Man muss immer bedenken, wir sind hier in einem Handyspiel. It seems I'm in the right place. Ja, schaut aus, wir sind am richtigen Platz. Wir brauchen jemanden, der die Situation aufklären kann. Ja, das ist richtig. Klaus. Klaus. Na, geht nicht zu. Doch. Also haben wir gerade mit unserer Lampe zugehauen. Schauen wir mal, gehen wir nach vor. Grafik ist wirklich top. Schaut mal, es schaut hier wirklich super aus. Sehr atmosphärisch, lässig. Okay, da geht ich nichts. Gehen wir mal die Stufen rauf. Okay. Geht nach links und nach rechts, schauen wir mal links. Ja, gehen wir mal dorthin. Was haben wir hier? Einen leeren Raum. Ah, da vorne geht es auch nach rechts. Schauen wir mal, ist da links noch was gewesen? Haben wir was übersehen? Ah, da steht einer, schau, den hätte ich fast übersehen. So, mein Lieber, wer bist du? Elder. Er hat auf uns gewartet. Ja, okay. Wer bist du? Du stellst die falschen Fragen, Shadow. Woher kennst du unseren zweiten Namen? Ich frage dich zum letzten Mal, wer bist du? Frag dich selbst, warum du hier bist. Na toll, danke.
Wir haben vom Bischof die Order. Hunderte Kilometer ist die nächste Hexe weg, sagt er. Ist das dein Geschäft, alter Mann, fragen wir. Wir sollen den Terror stoppen, ja. Okay, würde man gern. Bis jetzt noch keinen Terror gesehen. Das Buch ist gefährlich, aus dem siebenmal verschlossen. Okay, sehr viel Text. Mir ist es zu viel Text, bin eher lieber ein bisschen für Action. Ja, er ist blind, das wissen wir eh. Okay. Visionen hat er. Schwer zu beschreiben, bla bla. Unsere Mission ist es, die böse Hexe zu stoppen. Glaubst du, ich kann das tun? Oh. Er hat uns was gegeben, ein Geschenk. Wir haben eine Muskete mit Kugeln. Okay, sehr gut. I feel it starting. Listen, the devil's eye is hidden. Das teuflische Auge ist versteckt im Tempel. Finde es und zerstöre es. Beeil dich, sie sind nahe. Warte, alter Mann. Wie kann ich es finden? Das ist immer eine gute Frage für mich. Wir müssen eine Fackel finden. Das teuflische Auge ist eine Flamme. Finde eine Fackel mit einer Flamme. Es wird den Tempel reinigen und weg ist er. Wait, nein, der ist weg. Okay. Maybe people. So. Viel Text, da vorne ist mal ein Punkt, wo man speichern kann. Da gehen wir jetzt einmal hin und speichern wir mal ab. Das ist einmal immer gut, speichern beruhigt. Checkpoint safe, sehr gut. Um Gottes Willen, was ist denn das für einer? Wo war die Muskete schnell? Das hier? Wie schieße ich? Ah, hier. Oh. Wir haben ihn. Sehr finster, müssen wir wieder umstellen, die Waffe, da kommt schon der nächste. Waffe, wie war die Waffe wieder? Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Feuer! Feuer! Schieß doch! Nein! Ui, wir sind zum ersten Mal gestorben. Lade den Checkpoint, Load Checkpoint oder Main Menü. Okay, wir sind zum ersten Mal gestorben. Das mit dem Waffenwechseln müssen wir noch ein bisschen schneller hinbekommen, auch das mit... Natürlich dann mit unserer Lampe und Waffe müssen wir ein bisschen üben. Aber bis jetzt lassen wir es mal gut sein. Finde ich ganz lässig, ist wirklich sehr atmosphärisch, grafisch, gefällt es mir auch sehr gut. Ich würde sagen, wir machen beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Inzwischen liebe Grüße an alle. Tschüss, ciao und baba.